Moin! Sebastian und Hendrik kennt ihr schon. Damit es für euch ein bisschen abwechslungsreicher wird, mache ich heute das Video. Mein Name ist David und ich arbeite ebenfalls im technischen Support hier bei FIOR und GENTZ. Und in den letzten Videos haben wir euch aufgezeigt, welche Gedanken wir uns zu den biomechanischen Funktionselementen einer Orthese gemacht haben. Und in diesem Video werde ich euch erklären, welche Gedanken wir uns bei der Arbeitstechnik in Bezug auf den Orthesenbau gemacht haben, damit auch diese biomechanischen Funktionselemente am Patienten wirken können. Diese KFO zeigen wir gerne in unseren Arbeitstechnik-Seminaren. Die sieht zwar sehr schön aus, ist gut verarbeitet und ist auch sehr leicht, jedoch zeigen wir diese Orthese als Negativbeispiel. Die KFO ist nämlich nicht verwringungssteif gefertigt. Ihr seht das ganz schön, dass ich die Orthese um die Sagittalachse richtig verwringen kann. Und auch in der Frontalebene lässt die Orthese sich stark in ML-Richtung verbiegen. Das ist sehr schlecht, denn so kann der Patient die Bodenreaktionskräfte, die wir über die Fußschale in die Orthese einleiten, nicht nutzen. Das heißt, wichtige Funktionselemente wie der Vorfußhebel und der Dorsalanschlag können nicht genutzt werden, um den Patienten in der Orthese zu sichern und aufzurichten. Bei dieser KFO hier ist die Verbindungssteifigkeit und Biegesteifigkeit schon besser gelungen. Warum? Weil hier ein suffizienter Systemstrang verbaut wurde. Dieser Systemstrang sorgt für eine ausreichende Verbindungssteifigkeit um die Sagittalachse und Biegesteifigkeit in der Frontalebene. Gerade bei unilateral verbauten Systemknöchelgelenken ist es umso wichtiger, die Orthese wirklich steif zu bauen, damit der Patient auch die besprochenen biomechanischen Funktionselemente der Orthese nutzen kann. Bei bilateral verbauten Systemknöchelgelenken sorgt alleine schon die Orthesenkonstruktion sowie die zentrale Krafteinleitung des Patienten für eine Biegesteifigkeit und Verbringungssteifigkeit, weswegen die arbeitstechnische Fertigung des Systemstranges anders sein kann. Die Herstellung des Systemstranges beschreiben wir auf unserer Homepage im Bereich der Online-Tutorials. Zunächst einmal starten wir mit dem Profilkern. Diesen stellen wir aus PVC her. Aufgrund der exzentrischen Krafteinleitung bei unilateral verbauten Gelenksystemen benötigen wir zwei Lagen PVC-Streifen. Bei bilateral verbauten Systemknöchelgelenken reicht ein Streifen aus aufgrund der zentralen Krafteinleitung. Wie im Online-Tutorial zu sehen, wird die erste Lage des erwärmten PVCs unter den Systemanker geklebt. Ein Stück Trikotschlauch erleichtert die Verklebung, indem das PVC an den Systemanker herangezogen wird. Bei unilateral verbauten Systemknöchelgelenken wird durch eine weitere Schicht PVC der Profilkern aufgedoppelt. Bei bilateraler Bauweise ist eine Schicht PVC ausreichend, da die Krafteinleitung zentral stattfindet. Aus der technischen Mechanik wissen wir, dass ein rundes Profil extrem gut gegen Verbringung wirkt. Deswegen wird der Systemstrang halbrund beschliffen. Der Profilkern alleine bringt natürlich nicht die gewünschte Steifigkeit später. Hierfür benötigen wir einen Carbonflechtschlauch, der aufgrund seiner 45 Grad Faserorientierung sich gut über den Profilkern ziehen lässt und im laminierten Zustand die gewünschte Verbindungssteifigkeit mit sich bringt. Im Tutorial ist der über den Profilkern gezogene Carbonflechtschlauch dargestellt. Die Anzahl der Lagen richtet sich nach den Patientendaten und den daraus zu erwartenden Belastungen auf die Orthese. Für eine optimale Belastbarkeit wird der Carbonflechtschlauch im gestreckten Zustand mit dem Systemgelenk mittels Arabidfaden vernäht oder umwickelt. Neben der gewünschten Verbindungssteifigkeit muss unsere Orthese später natürlich auch biegesteif werden. Hierfür benutzen wir unidirektionales Band,
Dieses legen wir in Kraftverlauf, also im Verlauf des Systemstranges unter und über den Systemstrang. Ich hoffe, ich konnte euch unsere Sichtweise auf die Herstellung und Wirkung einer steifen und belastbaren Orthese erläutern und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit einschaltet. Tschüss und bis zum nächsten Mal.